my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Es ist lange her, dass die Zwerge einen Fuß nach Moria gesetzt haben. Troa und Balin scheiterten mit ihren Versuchen, das älteste und größte Zwergenreich von den Orks zurückzuerobern, und selbst die Gefährten rund um Aragorn konnten Khazad-dûm nur mit Mühe passieren. Fried, ihr Narren! Aber jetzt, im vierten Zeitalter, lange nach dem Sturz von Sauron, versucht es mal wieder jemand, und zwar der gealterte Gimli. This is the time to reclaim Khazad-dûm. Today we get into that mountain. Er ruft die Zwerge aus ganz Mittelerde zusammen, um Moria zu befreien und wieder aufzubauen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Die Türen wollen sich nämlich nicht öffnen. Also probiert es Gimli mit Sprengpulver. Doch schon bei den Vorbereitungen läuft etwas schief. Der Boden bricht auf und ihr landet mit eurem Zwerg mitten in Khazad-dûm. Diesen Zwerg habt ihr kurz zuvor in einem umfangreichen Editor erstellt. Von nun an seid ihr bis zum Ende des Spiels auf euch allein gestellt. Zumindest wenn ihr alleine spielt, denn eigentlich ist Return to Moria als Multiplayer-Koop mit bis zu 7 Mitspielern konzipiert. Es gibt jedoch keine öffentlichen Lobbys, ihr braucht stattdessen einen Invite-Code zu einer Welt oder erstellt selbst eine, in die eure Freunde dann hineinspawnen können. Da wir jedoch davon ausgehen, dass der Großteil von euch allein oder höchstens zu zweit spielt, konzentrieren wir uns im Video auf die Singleplayer-Erfahrung, die sich größtenteils mit dem Koop überschneidet. Denn ganz so, wie es die Trailer vermuten lassen, spielt sich Return to Moria nicht. Es geht nicht darum, Moria mit einer ganzen Schar an Zwergen wieder aufzubauen. Stattdessen befreit ihr das Königreich allein oder eben mit einer kleinen Gruppe. Außerdem grabt ihr zwar ständig nach Erzen und Edelsteinen für das Crafting, ein groß angelegter Bergbau mit mehreren Zwergen ist so aber nicht möglich, sodass der Koop das Spiel vor allem einfacher und auch frustfreier macht, es grundsätzlich aber nicht verändert. Für uns Warcraft-Fans könnte die kommende BlizzCon ziemlich krass werden. Denn World of Warcraft wird nächstes Jahr 20 Jahre alt und wir gehen fest davon aus, dass uns auf der BlizzCon die Ankündigung der großen Jubiläumserweiterung erwartet. Aber auch darüber hinaus bekommen wir wohl einen umfassenden Ausblick auf die Zukunft von WoW Retail und Classic, jetzt wo Chris Metzen wieder Teil des Kreativteams ist. Und auch zu den anderen Blizzard-Marken wie Overwatch und Hearthstone wird es News geben und mit ziemlicher Sicherheit erwartet uns auch sowas wie eine Roadmap für Diablo 4 in 2024. Diese Infos wollt ihr natürlich nicht verpassen und ihr bekommt sie am besten direkt bei uns im Livestream. Am Freitag, dem 3.11. sind wir ab 18 Uhr für euch live auf dem GameStar Twitch-Kanal und begleiten die Eröffnungszeremonie der BlizzCon mit allen wichtigen Ankündigungen. Und das Schönste, ich bin sogar vor Ort in Anaheim und kann euch direkt von der Messe Live-Eindrücke in den Stream liefern. Da freue ich mich sehr drauf. Alle BlizzCon-News bekommt ihr im Nachgang natürlich bei uns auf YouTube. So oder so geht es in Return to Moria ironischerweise darum, Moria wieder zu verlassen. Blöd nur, dass die Tore durch einen mysteriösen Fluch versiegelt sind und ihr erst einmal rausfinden müsst, was da überhaupt los ist. Mehr wollen wir auch gar nicht spoilern. Der Handlungsbogen macht seinen Job insgesamt ganz ordentlich und hat uns zumindest dauerhaft motiviert, auch weil die Plot-Highlights gut inszeniert sind. Damit ihr in den Tiefen aber überhaupt überlebt, braucht ihr eine bessere Ausrüstung und Nahrung. Dafür findet ihr in der Spielwelt Dutzende verschiedene Ressourcen, die ihr dann in kleinen Außenposten verarbeitet. Dazu schaltet ihr nach und nach neue Gerätschaften frei, etwa einen Schmelzofen, eine Schmiede, einen Braukessel, Lagerstätten und natürlich ein Bett. Return to Moria versteht sich auch als Survival-Spiel und so müsst ihr stets auf eure Energie, Lebenspunkte und den Hunger achten. Kehrt ihr lange nicht in eine Basis zurück, verliert ihr Ausdauer und irgendwann sogar Lebenspunkte. Und da ihr nur ein begrenztes Tragelimit habt und schnell mal von ein paar Orks auf den Deckel bekommt, müsst ihr aber sowieso immer wieder zurückkehren. Übrigens gibt es auch einen Tag- und Nachtwechsel, der sich auf die Helligkeit und Gegnerstärke auswirkt.
Und ja, das hört sich so dumm an, wie es ist, denn wir sind ja schließlich unter einem Berg. Da macht es vielleicht noch in den höheren Ebenen ein wenig Sinn, wenn dadurch die großen Kristallfenster an der Decke Sonnenlicht flutet. Dass es aber in den tieferen Ebenen der Mine bei Nacht noch dunkler wird, ist einfach albern. Genauso albern ist auch die Generierung der Spielwelt. Die Anordnung der Höhlen und Hallen wird zufällig erstellt, obwohl das nun mal überhaupt nicht zu einem von genialen Baumeistern errichteten Königreich passt. Generell haben wir besonders in der ersten Spielhälfte eher das Gefühl, bestenfalls einen Außenposten von Khazad-dûm zu besuchen. Man merkt da einfach, dass hier kein riesiges AAA-Budget am Start war. Außerdem stören ein paar der Spielmechaniken die Atmosphäre. Zum Beispiel werden Räume von unrealistischen Erdwällen voneinander getrennt. Und Statuen, die ihr restauriert, um Baupläne zu erhalten, stehen einfach völlig motivationslos in der Gegend herum. Und dann wurden einige Grafiksets auch viel zu oft als Copy und Paste wiederverwertet. Zum Beispiel gibt es für große Ork-Lager nur genau ein Set, das dann einfach fünfmal wiederverwendet wird. Ansonsten hat aber Return to Moria auch echt tolle Momente, in denen so richtig das Herr der Ringe-Flair aufkommt. Es ist allein schon cool, sich als Zwerg durch die Erde zu graben und Orkschädel zu spalten. Außerdem findet ihr jede Menge Anekdoten und Hintergrundwissen zu der faszinierenden Welt von Tolkien. Besonders die Geschichte Durins, dem Stammvater der Zwerge, wird näher beleuchtet. Und dann wird auch noch regelmäßig gesungen. Beim Biertrinken etwa. Oder wenn ihr große Monumente repariert. Und auch wenn es ein wenig kitschig klingt, bei uns haben die Verse, die direkt aus den Büchern stammen, tatsächlich für ein wenig Gänsehaut gesorgt. The world was fair. The mountains tall in elder days before the fall of mighty kings of Nargothrond and Gondolin who now beyond the western seas have passed away. The world was fair. Tell Durin wakes from sleep. Beim Crafting selbst dreht sich erstmal alles um die Ressourcen. Gestein und Edelsteine baut ihr an vorgegebenen Spots ab. Ihr könnt euch also nicht komplett beliebig durch die Spielwelt buddeln. Für andere Rohstoffe, wie zum Beispiel Elbenholz, müsst ihr in einer speziellen Elbengrotte Bäume fällen. Stofffetzen findet ihr hauptsächlich in Ruinen. Und die für das Reparieren von Rüstungen notwendigen Metallstücke lassen besiegte Gegner fallen. Das Material verarbeitet ihr dann an Werkbänken und Schmiedestationen. So ein Lager baut ihr entweder von Grund auf selbst oder repariert ein verfallenes, zumindest wenn ihr genügend Baustoffe dabei habt. Uns fehlte nämlich immer irgendetwas. Am Ende mussten wir doch fast immer zum zentralen Rohstofflager zurücklaufen, was die ohnehin schon langen Laufwege noch länger machte. Ganz generell fehlte es Return to Moria an Komfortmechaniken, allem voran einen Teleport zur aktuellen Basis zurück. Beim Schnellreisesystem des Spiels springt ihr nämlich nur zwischen seltenen Kartensteinen hin und her. Die könnt ihr zwar auch selber errichten, die kosten aber einige seltene schwarze Diamanten. Und so lauft ihr immer wieder minutenlang umher, um Loot abzuliefern oder weil ihr gerade abgenippelt seid. Dann lasst ihr eure Ausrüstung fallen und wacht im zuletzt benutzten Bett wieder auf. Daraufhin lauft ihr zur Todesstelle zurück und klappt euer Zeug wieder auf. So richtig nervig wird es dann aber, wenn Rüstung ins Spiel kommt. Die negiert nämlich nicht einfach einen Teil des Schadens, sondern wird durch Schläge abgenutzt. Erst bei vollständiger Abnutzung ist der Lebensbalken dann dran. Sterbt ihr, ist eure Rüstung also erstmal nutzlos und muss repariert werden. Das heißt im Endeffekt, dass ihr erst zu eurer Ausrüstung hinlauft und dann zur Basis zurücklauft. Dort repariert ihr dann euer Zeug und weil ihr dann ja auch so lange unterwegs wart, braucht euer Zwerg mal wieder was zu essen und sollte schlafen. Erst dann geht's endlich mit dem eigentlichen Abenteuer weiter, indem ihr wieder dorthin lauft, wo ihr zuerst gestorben seid.
Besonders frustrierend wird dieser Todeslaufzyklus, wenn Giftpilze und verfluchte Bodenabschnitte dazukommen. Da sterbt ihr besonders leicht, weil beides eure Rüstung ignoriert, sodass ihr letztendlich schon wegen kleinster Unachtsamkeiten nochmal umkehren müsst. Verlorene Lebensenergie regeneriert nämlich nur mit Schlafen und Essen. Und so eine Mahlzeit dürft ihr nicht einfach mitnehmen. Nein, Essen gibt's nur auf dem Küchentisch in eurer Basis. Erst relativ spät schaltet ihr einen Ofen frei, wo ihr spezielle Wegzehrung zubereiten könnt. Für die will das Spiel allerdings einen Haufen Zutaten. So ein Lembasbrot ist also eher ein Luxus. Aber wie eingangs erwähnt, versteht sich Return to Moria als Koop-Spiel. Wenngleich es sicherlich die Spielerfahrung besser macht, sind die Gefährten aber nicht notwendig. Mit Spielern kommt ihr schneller voran, sterbt seltener und habt natürlich den ganzen sozialen Aspekt dabei. Allerdings braucht ihr dann auch fast eine Gruppe, die tatsächlich immer Zeit hat. Denn wer mal aussetzt, verpasst einfach, was die anderen dann so machen. Ansonsten unterscheidet sich das Ganze spielmechanisch allerdings nicht zu sehr voneinander. Denn etwa der Bergbau macht im Team sowieso kaum Sinn, weil die Spots abbaubarer Rohstoffe viel zu klein für mehrere Spitzhacken sind. Außerdem könnte euch das Spiel mit drei oder mehr Spielern sogar deutlich zu leicht werden. Ebenfalls weniger interessant als erhofft ist das freie Bauen. Denn Mauern, Türme und andere Strukturen haben spielmechanisch eigentlich keinen Nutzen. Zwar greifen Orks und Goblins hin und wieder eure Basis an, es gibt aber keine Fallen oder automatische Geschütze. Und auch der Fernkampf ist einfach zu schwach. Das Bauen ist also nur etwas für Enthusiasten, die sich einfach gerne eine hübsche Wohnung zusammenzimmern wollen. In der normalen Spielwelt sind ansonsten nur die Schnellplattformen wirklich relevant, mit denen ihr Höhenunterschiede oder Gräben überwindet. Das immerhin funktioniert schön einfach und frustfrei. Allgemein hat Return to Moria immer wieder auch seine magischen Momente. Das Graben macht Spaß, die relativ simplen Kämpfe mit Blocken, Zuschlagen, waffenspezifischen Spezialangriffen und Ausweichrollen ebenso. Besonders befriedigend sind immer die Phasen, in denen ihr gerade eine bessere Waffe geschmiedet habt und euren Gegnern eine Zeit lang deutlich überlegen seid. Bei denen gibt's übrigens auch ordentlich Abwechslung in Form verschiedener Gegnertypen, Elite-Monstern und ein paar kniffligen Bossen. Auf diese Weise motiviert uns Return to Moria dann doch immer wieder. Trotzdem empfehlen wir euch, erstmal noch zu warten. Return to Moria fühlt sich nämlich eher wie ein Early Access Spiel an. Gerade in der zweiten Hälfte des Spiels tauchen immer mehr technische Probleme auf. Bei langen Spielsessions kommt es zu immer längeren Ladezeiten. In manchen Gebieten spielt die Belichtung verrückt. Hier zum Beispiel strahlen nahe Gegenstände ziemlich hell zurück, während kurz dahinter überhaupt nichts mehr zu sehen ist. Und so geht die Liste weiter. Einmal despawnt nach einer Ladepause einfach alle normalen Gegner in der ganzen Spielwelt. Die tauchten erst bei erneutem Laden wieder auf. Und zu allem Übel versperren manchmal spielinterne Ladewände euren Weg, weil die dann nämlich einfach nicht mehr weggehen. Auch hier hilft nur Neuladen. Für dieses Problem gibt es immerhin schon einen Hotfix. Insgesamt ist der ganze technische Zustand aber noch zu schlecht, um dem Spiel jetzt schon eine definitive Empfehlung zu geben. Wir konnten das Spiel ja noch nicht mal ganz zu Ende spielen. Für den Zutritt zum letzten Gebiet fehlten uns nämlich noch Sonnensteine, die wir auch nach stundenlangen Suchen nicht ausfindig machen konnten. Erst seitdem jetzt nach Release auch noch andere Spieler an der Stelle hängen bleiben, haben wir herausgefunden, wo es die gibt. Und der Ort ist zum Haare raufen. Hier hat sich das Game Design wirklich keinen Gefallen getan. Wir wollen euch nicht spoilern, doch wenn ihr dasselbe Problem habt, schaut auf unsere Website vorbei, im Test haben wir die Information ergänzt. Oder alternativ fragt einfach hier in den Kommentaren. So oder so ist Return to Moria aber nur für Fans von Mittelerde richtig interessant. Und das selbst, wenn alle angesprochenen Probleme durch kommende Patches behoben werden. Wem die Fantasy-Welt nämlich nichts bedeutet, ist bei anderen Survival-Spielen einfach besser aufgehoben. Wer aber endlich mal wieder ein bisschen Mittelerde-Flair aufsaugen möchte, sollte sich Return to Moria in ein, zwei Monaten nochmal genauer ansehen. Denn hey, ihr grabt und craftet und spaltet Orkschädel als Zwerg in Moria. Das ist ja wohl allein schon eine unverschämt gute Idee. That was 1000 years ago.
And Durin, Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria.